In Indien sind mehr als 130 Menschen nach dem Konsum von schwarzgebranntem Alkohol gestorben. Fast 300 weitere werden wegen Vergiftungen im Krankenhaus behandelt. Der gepanschte Schnaps enthielt eine erhebliche Menge Methanol, das in größerem Umfang konsumiert tödlich wirkt. Die meisten Opfer waren Arbeiter einer Teeplantage. All diejenigen, die in die Schwarzbrennerei verwickelt waren, werden bestraft werden. Die zuständige Behörde und die Polizei arbeiten bei dem Fall zusammen und ermitteln weiter. Der Besitzer der örtlichen Brennerei sowie 10 weitere Männer, die mit Herstellung und Vertrieb des Alkohols zu tun hatten, wurden bereits festgenommen. Die Angehörigen der Todesopfer sollen umgerechnet etwa 250 Euro Entschädigung erhalten.